hier ist der Lars von All About Samsung und jetzt wird es ein bisschen lauter im Hintergrund, denn ich bin hier in der Audioabteilung und da hat Samsung hier auf der CES einiges Neues vorgestellt, unter anderem das Shape-System. Das gab es schon mal vor 2-3 Monaten, da gab es das Shape M7, das war so das erste Gerät, das seht ihr hier, das schwarze. Es ist also eine Möglichkeit, mehrere Geräte zusammen zu vernetzen. Grob ausgedrückt hat man einmal das Ding hier, das ist die Shape-Box, die wird an das heimische WLAN angeschlossen und baut darüber das System auf. Dazu hat man dann die Speaker, zum Beispiel hier Shape M7 oder Shape M5. Es ist ein bisschen aufgerichtet, man kann es hinlegen oder hinstellen oder auch senkrecht hinstellen. Und danach kann man dann alles zum Beispiel hier über das Handy, oder S4 in dem Fall, steuern. Das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Und ich kann dann sagen, welche Box wie laut sein soll. Und das ist schon eine ganz praktische. Oh ne, Britney Spears muss jetzt nicht sein. Also das ist halt die Möglichkeit, so ein Multiroom-System audiovisuell aufzubauen. Ich kann das natürlich auch dann mit den bestehenden Boxen zusammen in Verbindung bringen. Oder aber es gibt zum Beispiel neue Boxen, zum Beispiel die neue HWH750. Das ist dann quasi die frühere Soundbar, die es dann mit Shape-Integration geht und dann habe ich einen Subwoofer und wenn ich dann sowas noch mit integriere, kann ich mein ganz, ganz großes Netzwerk aufbauen im kompletten Haus und alles darüber dann steuern. Alles entweder über die App oder halt, je nachdem, wenn ich möchte, kann ich die Boxen auch direkt ansteuern. Die haben alle NFC-Anschluss oder Tag drin. Das heißt, wenn ich da das Handy dran packe, wird das automatisch per Bluetooth gepaired. Also es geht schon. Es ist schon eine feine Sache. Allerdings dürfte es in der Summe nicht günstig sein, aber wenn ich bestehende Boxen halt mit integrieren kann, dann ist das schon okay. Vor allen Dingen ist es optisch echt eine feine Sache. Also es sieht extrem edel aus und macht Laune einfach. Es ist natürlich so, dass man sowas relativ schwer sich plötzlich mal aufbauen kann. Aber wenn man dann zum Beispiel hier den Wireless Audio Multiroom Link Mate, das ist ein ganz großes System, woran ich dann bestehende Boxen noch anschließen kann, das wollte ich euch mal gezeigt haben, das hilft euch eigentlich dann das Shape-System mit ins Haus zu integrieren. NFC und der ganze Kram ist auch mit dabei. Hierüber lässt sich auch alles steuern dann. Vor allen Dingen auch diese alten externen Boxen. Wenn ich zum Beispiel alte, große Boxen habe, die ich gerne weiter nutzen möchte, schließe ich die hier dran an und kann die dann hier drüber dann fernsteuern. Das ist natürlich super, um halt insgesamt ein ganz großes System zu Hause aufzubauen. Und hier ist dann auch der HWH750, das heißt die Soundbar mit unten im Subwoofer, da sieht man den, auch Shape-Integration. Und so kann man sich natürlich ein ganz großes System aufbauen. Sonos hat sowas ähnlich, also man ist damit jetzt nicht irgendwie der Erste auf dem Markt, aber jetzt hat es halt auch Samsung, man kann dann alles aus seiner Hand nehmen. Ich hoffe, dieser Eindruck hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, immer her damit. Also Shape, ich bin begeistert von der Nummer, die macht wirklich Spaß. Sie wird auch in Deutschland endlich auf den Markt kommen. Im Q1 ist es dann soweit. Die Preise kann ich euch leider noch nicht sagen, die weiß ich einfach noch nicht. Sobald es die gibt, lest ihr es natürlich bei All About Samsung. Insofern, wenn ihr noch mehr Kram aus Vegas sehen wollt oder natürlich den Preis hiervon erfahren wollt, dann ab YouTube All About Samsung abonnieren oder uns natürlich auf dem Blog folgen. Ansonsten liest man sich die Tage sicherlich. Ich bin Lars. Ciao!